Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Project Zero. Im letzten Part haben wir die nächste Nacht erreicht, quasi. Beziehungsweise haben wir uns hier schon ein bisschen umgesehen. Haben auch schon Spiegelstein verbraucht, was nicht so toll ist. Aber ich konnte auch nicht fliehen von den Geistern. Wir müssen halt in der Zwischenzeit auch gegen mehr als einen Geist kämpfen. Dafür sind sie jetzt auch sichtbar. Was ja ein Vorteil ist, irgendwo. Zumindest ein kleiner Vorteil. Und ich bin gerade auf der Suche nach einem neuen Spiegelstein. Die Tür ist immer noch zugenagelt. Eigentlich, was sie da schön zu verstecken und ob ich da hinkomme. Mal schauen, wird sich rausstellen. Dann, wenn ich wieder auf zwei Geister gleichzeitig angegriffen werden, ist mir das meiste gerade egal. Sagen wir es so. Hier liegt was. Mit der Spiegelstein. Zeremonienseil. Insgesamt sind das vier. Vielleicht werden sie für irgendein Ritual verwendet. Dokument des Blindens. Ich kann Mitgefühl mit der jungen Frau zeigen. Das Seil um ihre Glieder legen. Erst um den rechten Arm, dann um den anderen. Erst um das um den rechten Fuß, dann um den anderen. Ja. Gut. Haben wir noch was zum... Ritual. Das Ritual wurde doch... Wurde es nicht beim Schrein abgehalten? Oder ist es hier abgehalten? Kann das sein? Okay, jetzt weiß ich wenigstens, was das Zeremonie-Teil hier ist. Versteckt im Boden bei der Butterstatue. Mit der schlichten rechten Hand. Okay. Ja, ich glaube, das Ritual wurde hier abgehalten. Ja, so ein Glück, dass wir direkt erfahren haben, welche Reihenfolge wir sie anbringen müssen. Dass ich nochmal kein Freund von den Ritualen bin. Man muss nicht sein. Sagen wir es so. Man kann sich auch anders die Zeit vertreiben. Die Altartür hat sich geöffnet. Okay, kommen wir da hin. Das sieht ja nicht aus, könnten wir da hin. Mitten ist etwas im Altar. Der fies blaue Kabur.
Okay, ich nehme mal an, dass das Oberhaupt die Movie-Union war. Nachdem wir gehört haben, dass die Maske sich verändert hat. Lass mich in Ruhe. Und zwar zu einer Dämonenfratze. Das gibt's doch nicht. Dass wir noch nicht den Grund wissen, wieso eigentlich. Ich nehme mal an, der war nicht mit den Ritualen zufrieden. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Ich habe noch die Kräutermedizin. Dann wird mir die auch nicht so viel bringen. Mensch. Ja, genau das meint sich. Okay. Schön. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, so. Dann wieder beim Ritualraum. Ich weiß nicht, die Gravo nehmen, als ich jetzt nicht noch gegen. Okay, ich muss gegen den Typ noch mal kämpfen. Ich wollte jetzt eigentlich zuerst nach einem Spiegelstein oder so suchen. Ja, scheinbar darf ich das gar nicht. Mensch. Ja, okay, es ist ein Geist. Er darf in der Säule stehen bleiben. Schon klar. Es ist trotzdem unfair. Genauso wie das. Ort. Komisch war, weil die Kamera bin eigentlich fokussiert. Ich brauche trotzdem einen anderen Film. Er greift mich hier ein Schwert an. Und quasi jedes Mal, wenn er das macht, kann ich hier ausweichen, indem ich einfach weiterlaufe. Außer er ist kurz mal unsichtbar, wenn er mich angreift. Das ist nett programmiert. Sehr, sehr nett. Zumindest für die Geister. Weil ich selbst darf mich gar nicht wehren. Geht durch. Ich muss zwar wieder alle meine Steine verbrauchen.
alles auch wiederkehrend. Ja, wir können zumindest hier raus. Das ist mir gerade wichtiger, als dass ich jetzt meine Steine bewahre für einen anderen Kampf. Wenn das Spiel nur einen Schwierigkeitsgrad einstellen hätte oder so. Oder ich die Geister irgendwie sehen dürfte. Ich meine, ist halt nicht mehr witzig. Weil die Steuerung, wenn ich dann mal wieder rüber laufe, wo ich scheinbar immer wieder hängen bleibe. Obwohl da rein gar nichts ist. Ist das stimmt. Was böse Seelen und verloren. Es waren 1000 irgendwas. Ich hab die Zahl gar nicht im Kopf. ...1347. Eins, drei, vier, sieben. Nächste Rätsel nicht schwierig. Und die auch noch so schwierig werden wie die Kämpfe manchmal. Ja, okay. Weiß nicht. Das Spiel auch gefühlt unspielbar. Stand. Ich habe weniger als 30. Jetzt kann ich mir wieder einen blauen Film mitnehmen. Klappt allerdings auch nur bei den blauen Filmen. Nicht bei höherstufigen. Also liegt hier was. Das ist ja so eine tolle Stelle, wo man es nicht sieht. Ganz schnell zum Schein. Ich glaube zwar nicht, dass da irgendwas ist. Aber hey, wenn es schon begehbar ist, kann ja trotzdem was da liegen. Zumindest glänzt da irgendwas. Auf beiden Seiten. Das ist ja kein Glücksspiel, dann. Spielstein. Okay. Was haben wir hier? Typ 90. Den nächstbesseren Film. Auch natürlich relativ wenig. Haben wir im Schrein vielleicht noch irgendwas? Ja, schon hier sonst. Ich höre es zwar, aber ich sehe es nicht. Die Lampe zeigt mir auch nichts an.
Stagger ist. Zeig dich. Aber zeig dich besser nicht. Ich möchte nicht gegen gar nicht kämpfen. Gibt's nicht. Wer will mich denn noch verfolgen? Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich will nichts von dir. Ich will eigentlich nur wissen, was ich da fotografieren hätte müssen. Das ist alles. Natürlich. Und der nächste Geist. Und ich sehe nicht mal, wie er mich angreift. Es ist. Oh, Schwachsinn. Wie gesagt, die Person, die Geist programmiert hat, hat das Spiel selbst nie gespielt. Oder weiß nicht. Was die fünf Fehler hat bei der Programmierung. Das ist doch nicht. Wie gesagt, das ist nicht lustig. Kann man niemanden durchgehen lassen, dass man sowas programmiert. Das ist eine Takamine. Das sind ein paar Punkte. Selbst wenn ich mir. Gerade nichts bringen. Ich kann die Kamera nicht weiter upgraden. Jetzt habe ich schon wieder meinen Spielstein verloren. Einfach nur wegen den Geistern, die schon wieder überall und nirgends sind. Manchmal sind alte Spiele gut, manchmal sind sie einfach nur Schrott. Ich meine, dafür können die Spiele selbst nichts von der Story oder sonst irgendwas, sondern einfach von der Entwicklung her. Da die Leute das einfach dann nicht mehr durchdacht haben. Und dann einfach so gelassen haben, wie es war. Und ich denke, ja, das passt schon so. Nein. Der alle 2 Sekunden Geist mich angreift, weil ich mich eigentlich nicht wehren darf. Beziehungsweise auch zu wenig Items vom Spiel bekommen, dass ich mich richtig wehren könnte. Das ist egal. Wie gesagt, kompletter Schwachsinn. Das gleiche, als wie man es sagen würde, man macht jetzt mitten in der Entwicklung, dass man ein anderes Team einstellt für die Entwicklung. Ja, sieht man hier heutzutage, was da rauskommt. Außer Verzögerungen für Spieler und meistens dann nur halbfertige Spieler. Genau so fühlt sich das gerade an. Es macht dann einfach keinen Spaß. Man will ja die Spiele nicht aus Frust oder so spielen. Weil irgendwer in der Entwicklung schlechte Laune hatte und meinte, ja, wir müssen jetzt die Spiele auf Ganze provozieren. Ja, nee. Dann
wieder so Sachen, wo ich mir denke, vielleicht sollte ich das Projekt doch abbrechen. Weil an und für sich, ja, Spiel ist gut. Die Entwicklung ist halt, beziehungsweise die Umsetzung ist halt ein Müll. Genauso wie hier jetzt wieder, dass der Geist mir dreimal den Weg blockiert, weil er genau vor mir ist, auf einmal. Ohne dass irgendwie einen Sinn macht, dass der auf einmal vor mir wäre. Ich glaube nicht, dass ein Geist sich so schnell bewegen kann. Wie gesagt, manche Spiele könnten auch einfach einen Schwierigkeitsgrad benötigen. Und in manchen Spielen gibt es halt keinen. Was ich nicht gut fand. Na gut, jetzt habe ich mich hier schon lange genug beschwert. Hilft eh nichts. Man kann sich ändern. Was war die zweite Zahl? Ritual. Katastrophe. 1837 oder 1312. Intuitual Fehlschlag, Katastrophe und wann das geschieht. Das ist 1312. Tag des 12. Monats. Hier jetzt wenigstens irgendwas liegen? Nö. Na doch, da war gerade was. Ja, ich muss hier nach oben auch schon. Nicht schon wieder. Hier liegt nichts. Hier liegt auch nichts, wenn ich es richtig sehe. Geisterstein. Ja. Geist übertreibt man wieder komplett. Jetzt schießt da schon irgendwelche Projektile auf mich. Wie gesagt, ich suche die Fairness sowieso vergebens. Spiegelstein. Natürlich das unbrauchbarste Typ 14 Film. Ist ja nicht so, als könnte ich den auch so bekommen.
Da liegen zwei Sachen. Typ 47. Heiliges Wasser. Wieso nicht? Ich nehm's. Aber Spiel dann würde ich trotzdem bevorzugen. Okay. Ja, Geistersteine. Wieso nicht? Wie gesagt, ich kann sowieso nur, oder ich sollte nur gegen die Geister kämpfen, die mir den Weg blockieren. Die anderen zahlen sich nicht aus. Dann noch ein paar Foren, die ich überprüft habe. Es, ja. Der Kampf gegen die Geister zahlt sich eigentlich nicht aus. Das Einzige, was sich auszahlt, ist, dass man wegläuft. Und gegen nur die Geister kämpft, die einen die Türen versperren. Und selbst das klappt nicht einmal. Stand. Ich muss da noch am Außenrum bei den Maskenplätzen schauen, ob da vielleicht irgendwas Nützliches ist. Kann ja sein. Wie gesagt, ich bin gerade eher mehr verzweifelt auf der Suche nach dem Spiegelstein. Na gut. Ich spann hier nochmal. Dann würde ich sagen, ich beende den Part in dieser Stelle auch schon wieder. Ich danke euch fürs Zusehen. Lasst mir tun, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr nichts so wollt, könnt ihr euch gerne ein Abo da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Project Zero wieder. Ciao.